Was mich fasziniert, ist vor allem, dass viele wissenschaftliche Bereiche und auch neue Erkenntnisse, technologische Fortschritte zusammenkommen. Wir haben in der Raumfahrt noch einen sehr, sehr jungen, also möchte ich mal sagen, so ein bisschen Pioniergeist. Man kann immer noch Sachen ausprobieren, die Systeme können verbessert werden. Es ist noch nicht zu stark standardisiert. Man kann sehr viele wissenschaftliche Ziele umsetzen und damit auch sehr viele neue Erkenntnisse gewinnen. Und das ist noch nicht alles erforscht. Also in den vergangenen Jahrzehnten werden ja erfreulicherweise immer mehr Kleinsatelliten gestartet, was wir ja auch an der TU Berlin ja schon miterlebt haben. Alle diese Satelliten, die starten, brauchen ja auch Kommunikationsfrequenzen, um sie zu erreichen und eindeutig mit diesen Satelliten wissenschaftliche Daten austauschen zu können. Die Herausforderung ist, das Kommunikationsspektrum ist sehr begrenzt und müssen sich alle Anwender quasi teilen. Das ist eine Frage auch der Nachhaltigkeit, dass man dieses Kommunikationsspektrum besser nutzen kann. Mit SALSAT, das heißt Spectrum Analysis Satellite, wollen wir einen Satelliten starten, der einen Spectrum Analyzer in den Orbit bringt und dann aus dem Orbit quasi sich diese Frequenznutzung anschaut, auch von den anderen Satelliten und dazu beiträgt, dass die vorhandenen Frequenzen für die Satellitenkommunikation effizienter genutzt werden können. Also zum Beispiel ein Betreiber in Europa, der vielleicht schon eine Frequenz nutzt. Diese Frequenz kann man an jemanden abgeben in Australien, der dann die gleiche Frequenz nutzt, ohne dass sich die beiden stören. Das kann man aber nur, wenn man weiß, wie die Situation im Orbit aussieht und welche Frequenzen genutzt werden. Und diese Datenbasis werden wir mit SALSA, mit dem Spectrum Analyzer, dafür schaffen, dass die Satellitenkommunikation sicherer und auch nachhaltiger wird. Wir schauen uns im Projekt SALSAT vor allem Frequenzen an, die für Kleinsatelliten, wie wir sie hier auch an der TU Berlin natürlich bauen und entwickeln, genutzt werden. Das sind vor allem Frequenzen im UHF- und VHF-Bereich, auch Amateurfunkfrequenzen. Die werden sozusagen von Wissenschaftlern und auch kleinen Firmen und Startups gerne genutzt. Wenn der Satellit dann gestartet ist, dann gibt es quasi zwei Szenarien für die Hauptnutzlast. Und das würde so funktionieren, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben jetzt hier die Erde und da ist vielleicht eine Bodenstation, die jetzt gerade ein Signal sendet. Und der Satellit kommt jetzt vom Äquator, fliegt jetzt quasi hier über Nordeuropa dann über das Signal von der Bodenstation. Dann würden wir quasi einen Peak im Spektrum sehen. Wir nehmen ein Wasserfalldiagramm auf, fliegen rüber, schalten die Nutzlast wieder aus für diese Aufnahme. Und in der Auswertung würden wir dann im Wasserfalldiagramm eine leichte S-Kurve sehen, die dann die Doppler Verschiebung dieses Signals darstellt und anhand der könnten wir dann schauen, von wo das Signal ungefähr kommt, denn im Mittelpunkt, die ist ja symmetrisch, sind wir dann genau über der Störung im Idealfall. Der zweite Funktionsfall von SALSA ist, dass wir den gesamten Orbit aufzeichnen, versuchen alles, was wir sehen an Signalen in verschiedenen Frequenzbändern, das Rauschlevel dort mit aufzuzeichnen. Da würden wir vielleicht in Europa ein höheres Rauschlevel haben, in Australien vielleicht in einigen Gegenden ein geringeres Rauschlevel. Und dann könnte man darüber auch die Spektrumsauslastung bestimmen, ohne die einzelnen Signale zu detektieren. Wir haben auch verschiedene Nutzlasten, nicht nur den Spektrumanalyzer, wir haben auch noch Lageregelungsnutzlasten, einen fluiddynamischen Aktuator, das ist was ganz Neues. Damit kann man mit einem metallischen Fluid quasi ohne mechanische Abnutzung den Satelliten in seiner Lage verändern. Also wir versuchen aus verschiedenen Bereichen innovative Technologien zusammenzuführen und zu starten, um dann möglichst viele Experimente auch umsetzen zu können. Es geht jetzt vor allem noch um die finalen Akzeptanztests. Da haben wir Vibrationstests durchgeführt, wo dann eben so das Profil von der Soyuz-Rakete, mit der wir starten, dann halt nachgestellt wurde. Dann wurde der Satellit in allen Richtungen quasi durchgeschüttelt. Und jetzt sind wir gerade bei den Tests hier noch im Institut, im Nanosatellitenlabor. Da führen wir Thermaltests durch. In der Schattenseite hat man minus 40 Grad vielleicht, je nach Orbit, auf der sonnenzugewandten Seite plus 60, 80 Grad vielleicht. Und diese Heiß- und Kaltfälle, die simulieren wir jetzt in einer Thermalkammer, um sicherzustellen, dass der Satellit eben auch diese Temperaturschwankungen aushält. Und dann gab es auch Vakuumtests, die wir durchgeführt haben, um zu sehen, dass nichts ausgast. Das ist eben uns auch sehr wichtig, dass diese Ergebnisse, die wir hier sammeln, dann auch in einer frei zugänglichen Internetplattform langfristig verfügbar sind und wirklich genutzt werden können.
gerade mit Kleinsatelliten sieht man jetzt, dass Kleinsatelliten auch bis zum Mars jetzt schon fliegen, teilweise auf NASA-Missionen. Das wird ein immer wichtigeres Thema. Man hat weniger Masse, die gleiche Leistung wie früher ein größerer Satellit. Und die Systeme werden einfach immer kompakter und immer innovativer. Und das finde ich halt sehr faszinierend in der Raumfahrt, dass man eben wirklich aus allen Disziplinen, wie wir es auch in unserem Team sehen, wirklich Experten hat und zusammen etwas schafft, was innovativ ist und eigentlich in einer lebensfeindlichen Umgebung sozusagen funktioniert, zuverlässig und sehr wertvolle wissenschaftliche Daten liefert.